So, erstmal ein herzliches Servus zu einer weiteren Ausgabe der Sendung Powerplay, dem Salzburger Hockey-Magazin, hier bei uns auf FS1. Auch in dieser Ausgabe war ich für euch bei den interessantesten Spielen dabei und das sind die Themen. EBJSL, die Eisbullen feierten gegen den VSV einen knappen, aber verdienten Heimsieg. Kärntner Liga 1. Division. Die Oiler starteten mit einem Heimsieg in die neue Saison und 2. Landesliga, der HC Senators musste sich gegen den Nuracher Bulls geschlagen geben. Wir beginnen gleich mit dem ersten Thema, nämlich der EBJSL, denn da fand in der Akademie das U20-Spiel zwischen dem EC Red Bull Salzburg und dem VSV statt. Mehr dazu erfahren wir im folgenden Beitrag. Im EBJSL-Spiel zwischen der U20 des EC Red Bull Salzburg und dem VSV zunächst einmal die im Dunkel spielenden Gastgeber Hamburg. Wir sehen, es steht 0:0 in dieser Begegnung. Dann wieder ein neuer Versuch, Schuss und Tor, 1:0, herrlich gemacht durch Maximilian Ecker, der die Salzburger damit in Führung bringt. Dann wieder ein neuer Versuch. Die Nummer 16, das ist David Gallas, hatte Pass, Schuss und Tor. 2:0, herrlich gemacht. Der Torschütze war dieses Mal Alvin Schuster und die Salzburger konnten damit ihre verdiente Führung ausbauen. Dann wieder der neue Versuch. Der VSV ist an der Scheibe. Wieder eine Kontermöglichkeit, 2:0, der aus Salzburger Sicht erfreuliche Zwischenstand, Pass, gute Aktion, aber es bringt nichts ein. Wir befinden uns in der Schlussphase des ersten Drittels, die Salzburger sind in der eigenen Verteidigungszone, Pass, zieht ab und Tor. Nur mehr 2:1, der Anschlusstreffer für den VSV durch Bernhard Schützenhofer. Und das ist auch der Stand nach den ersten 20 Minuten. Dann das zweite Drittel. Rückpass, Schuss und Tor. Julian Brusnik erzielte den Ausgleich und machte damit das Spiel wieder spannend für die Zuschauer. Neuerlicher Pass. Beide Goalies zeichneten sich aus Kontermöglichkeit. Gut aufgepasst, neuerliche Aktion, Pass, gut, aber gut aufgepasst. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Kontermöglichkeit, Schuss abgewehrt, es bleibt beim 2:2 nach 40 gespielten Minuten. Dann der Schlussdrittel, die Salzburger fahren einen herrlichen und sehr sehenswerten Konter über die rechte Seite. Die Gäste sind mit 3:5 in Unterzahl. Pass. Können sie. Gut aufgepasst zunächst. Dann wieder ein neuer Versuch. Pass. Schuss. Und Tor! 3:2, herrlich gemacht. Jan Blümmel erzielt den alles entscheidenden Treffer. Der Jubel natürlich auf Seiten der Salzburger entsprechend groß, die das Spiel, wie gesagt, mit 3:2 gewinnen. 3:2, so lautete also das knappe, aber verdiente Endergebnis in einer spannenden Begegnung, wo es bei beiden Seiten sehr schöne Szenen gab und die Goalies konnten sich bei mehreren Schüssen mit herrlichen und absolut sehenswerten Paraden auszeichnen. Für die Kampfmannschaft gab es einen Sieg und eine Niederlage, denn während die Red Bulls gegen die Blackwings Linz einen 5:3 Heimerfolg feierten, setzte es gegen Alba Wohl und Tschechisch Wyar ein 3:4 in der Overtime. Also, wie gesagt, die Salzburger konnten sich insgesamt 4 von 6 möglichen Punkten aus dem Wochenende mitnehmen.
Wir kommen hinunter in die Kärntner Liga Division 1, bei der unter anderem auch die Oilers im Einsatz waren. Sie bestritten das erste Heimspiel in der Salzburger Eisarena und wie dieses Spiel ausgegangen ist, das erfahren wir im Folgenden. Beim ersten Heimspiel des EC Oilers Salzburg in der Kärntner Liga Division 1 zunächst einmal die in Weiß spielenden Gastgeber am Puck. Im Tor beginnt übrigens Gregor Kohlhauser jetzt wieder eine schöne Kontermöglichkeit über die linke Seite. Die Salzburger können allerdings vorerst aufpassen und damit einen Gegentreffer verhindern. Spielstand 0:0. Dann wieder ein neuer Versuch. Der USC Velden am Wörthersee kann auch dieses Mal den Puck in den eigenen Reihen halten, überbrückt das Mitteldrittel. Pass, Schuss und Tor 0:1. Keine Chance für Gregor Kohlhauser, da was zu machen. Die Gäste gehen in Führung. Dann wieder ein neuer Pass. Scheitern zunächst und Tor. Ausgleich zum 1:1 durch die Nummer 13 Mario Möllechner. Und es sollte so weitergehen. Und Tor 2:1 kurz vor dem Ende durch die Nummer 17 Elias Sewald. Und dieses 2:1 ist auch der Stand nach 20 Minuten. Dann das zweite Drittel. Die Seiten wurden zum ersten Mal gewechselt und das Spiel ist unterbrochen. Jetzt wieder. Schöner Versuch. Pass. Und Tor. Weiterer Treffer. Ebenfalls durch die Nummer 13 Mario Müllechner. Herrlich herausgespielt. Dann wieder die Gästen Pauk. Die Gastgeber bleiben vorerst noch im Angriff. Schuss. Scheitert zunächst am guten Gregor Kohlhauser. Und jetzt wieder. Und Tor. Anschlusstreffer zum 2:3 aus Sicht der Kärntner. Auch dieses Mal glaube ich, dass der Schuss nicht ganz unhaltbar war. Dann wieder ein neuer Pass. Eine sehr spannende Begegnung und nach 40 Minuten steht es 3:2 für die Oilers. Dann das Schlussdrittel. Die Salzburger befinden sich hinter dem Tor. Hier sehen wir das Ergebnis der zweiten Mannschaft des EC Oilers Salzburg eingeblendet, die in der ersten Salzburger Landesliga spielt. Doch zurück zu diesem Spiel. Wieder im Angriffsdrittel eine sehr gute Aktion, weil es bringt nichts ein. Dann wieder eine neue Kontermöglichkeit. Die Nummer 13 Mario Müllechner ist im Einsatz. Gut aufgepasst vom sehr starken Kärntner Goalie, der ein weiterer Treffer. Es war wiederum eine weitere gute Aktion. Ich glaube, es war Nummer 73 Daniel Kübler. Jetzt wieder Pass. Gute Aktion. Sollte abgewehrt. Die Salzburger gewinnen mit 5:3. 5:3. Nee. So lautete das aus Sicht der Oilers erfreuliche Endergebnis in einer spannenden und sehr hochklassigen Begegnung, bei der auch auf jeden Fall insbesondere Gregor Kohlhauser wirklich eine ausgezeichnete Leistung bot und durch sehenswerte Saves, die wirklich sehr gut waren, einige Gegentreffer verhindern konnte. Von der Kärntner Liga Division 1 kommen wir hinunter zur zweiten Landesliga, denn bei dieser Liga spielten die Senators gegen den Nuracher Bulls aus dem benachbarten St. Ulrich am Billersee in Tirol. Auch eine interessante Begegnung und dazu habe ich für euch den folgenden Bildbericht zusammengefasst. Im Spiel des HC Senators gegen den Nuracher Bulls im Rahmen der zweiten Landesliga zunächst einmal die in Weiß spielenden Gastgeber in der Verteidigungszone, die mit Richard Wenig im Tor beginnen.
Spielstand natürlich logischerweise 0 zu 0. Jetzt allerdings die Gäste am Puck. Pass, Nachschuss und Tor, 0 zu 1, keine Chance für Richard Wenig, da irgendetwas zu machen. Und Andreas Brehm erzielte den ersten Treffer. Nach circa 8 Minuten wechselten die Gastgeber ihren Goalie und Georg Berger kam anstelle von Richard Wenig ins Tor. Jetzt wieder eine gute Aktion in der Angriffszone. Pass, kein Tor, entscheidet der Schiedsrichter. Richtig erkannt, wie ich finde. Dann wieder eine neue Kontermöglichkeit. Stefan Block wird hier nicht attackiert. Schuss und Tor! Ausgleich zum 1 zu 1. Herrlich gemacht. Und ja, aus Sicht eines Goalies könnte man einen Schuss durchaus halten. 1 zu 1 nach 20 Minuten. Dann das zweite Drittel. Die Seiten wurden zum ersten Mal gewechselt. Schöne Aktion über das Spielfeld. Schuss, Nachschuss und gut gehalten von Georg Berger. Die Gäste bleiben allerdings auf Schuss. Und kein Tor, wiederum herrliche Parade, eine sehr gute Leistung, wie ich finde. Dann wieder ein neuer Pass. Immer noch die Senators verlieren ihn. Pass, zunächst abgewehrt, aber der Puck landet im Tor. Es war auf jeden Fall ein Eigentor der Senators. Und die Gäste bleiben am Puck. Kontermöglichkeit über die rechte Seite, Schuss und Tor. Hier wäre es wichtig, wenn ein Verteidiger dem Schützen die Chance nehmen würde und nach Möglichkeit den Puck wegschießen kann. War hier allerdings nicht der Fall. Ein ähnliches Bild kurz darauf. Neue Kontermöglichkeit, Schuss und Tor. Christian Arbeiter erzielte aus einer ähnlichen Situation heraus das 3 zu 1 für die Gäste. Auch dieses Mal war Georg Berger ohne wirkliche Abwehrchance. Eine weitere sehr sehenswerte Aktion. Pass. Schöner Versuch. Wir befinden uns im Schlussdrittel bereits. Es wird sich allerdings, soweit kann ich verraten, nicht mehr wirklich etwas tun. Neuerlicher Versuch. Beide Goalies zeigten eine ausgezeichnete Leistung. Es steht bereits 5 zu 1 für die Gäste aus dem Billersetal. Pass. Aber es bringt nichts mehr. Endstand, wie gesagt, 1 zu 5. 1 zu 5, so lautete das aus Sicht der Senators unerfreuliche Endergebnis in einer interessanten Begegnung, wo die Senators auch dank einer guten Leistung von Georg Berger im Tor einig sehr gut mithalten konnte und sogar im ersten Drittel ein 1 zu 1 erreichten. Wie wir im Beitrag gesehen haben, war Stefan Block der Torschütze für die Senators. Einige weitere Ergebnisse habe ich auch noch anzubieten. Zum einen einmal das Ergebnis des EC Hallein gegen die erste Mannschaft der Hornets. Die Halleiner verloren diese Begegnung mit 3 zu 6. In der zweiten Landesliga gab es beim Spiel der Oberndorf Rams gegen die Saalfeldner Eisfüchse ein 5 zu 5 Unentschieden. Und in der dritten Landesliga, ja, da mussten sich die Spieler des EHC Lokomotive Untersberg gegen die Pirates mit 1 zu 13 geschlagen geben. Niederlagen gab es auch für das Farmteam, die Red Bull Rocket Juniors, 1 zu 4 auswärts in Cardena und gegen Lustenau gab es eine 2 zu 5 Niederlage. Mit diesen Ergebnissen sind wir auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe der Sendung Powerplay angelangt. Ich hoffe, die Sendung hat euch gefallen, bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche allseits eine gute Unterhaltung mit dem Programm von FS1
Vor der Kamera verabschiedet sich euer Markus Dorn. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Servus.